Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist heute Sonntag, der 14. November, es ist ungefähr 13 Uhr und ich setze mich jetzt mal an meine Uni-Sachen, die diese Woche liegen geblieben sind, die ich unbedingt heute machen muss und auch noch so ein paar andere private Sachen und für mein Ehrenamt muss ich auch noch ein paar Sachen machen. Denn meine vergangene Woche war so voll, also ich habe wirklich den ganzen Tag von morgens bis abends irgendwie immer was gemacht, war unterwegs, habe irgendwelche Gruppentreffen gehabt, habe Seminare gehabt, habe gearbeitet und da ist so ein bisschen was liegen geblieben, was ich heute nachholen muss. Also eine Abgabe habe ich heute Abend auch noch. Auf die Aufgabe habe ich überhaupt keine Lust, aber ich muss sie ja natürlich auch machen. Trotzdem habe ich mir heute mal gegönnt, wirklich lange auszuschlafen und setze mich jetzt eben dementsprechend erst so kurz vor eins an den Schreibtisch. Ich hatte die letzten zwei Tage ein E-Learning-Seminar. Also wir haben ja dieses Semester zwei Vertiefungskurse, einmal in Personal- und Organisationsentwicklung und einmal in E-Learning. Also so habe ich das für mich gewählt. Und E-Learning haben wir eben ein Blog-Seminar gehabt, also Freitag und Samstag den ganzen Tag. Es war schön, also wir hatten es auch in Präsenz, die anderen wirklich mal wieder am Stück zu sehen. Aber es war auch sehr anstrengend. Die eigentliche Arbeit kommt jetzt auch erst. Also wir werden ein E-Learning-Produkt wirklich entwickeln, selbst erstellen. Was eigentlich richtig cool ist, aber auch, glaube ich, ein Haufen an Arbeit wird. Ich habe mir gestern schon mal so ein bisschen eine To-Do-Liste geschrieben, was ich machen muss. Also ich habe das in Uni, in Wildview und privat aufgeteilt. Wildview ist mein Ehrenamt für die, die das nicht wissen. Und es sieht jetzt auf dieser Liste auch erstmal so aus, als wenn Wildview den größten Teil einnehmen würde. Aber das sind alles nur so kleinere Aufgaben, sag ich mal, die jetzt relativ schnell, glaube ich, dann auch abgearbeitet werden können. Und ich habe mir jetzt dann erstmal einen Plan geschrieben, in welcher Reihenfolge ich das ungefähr machen möchte. Man könnte ja meinen, dass es sinnvoll wäre, wenn ich diese eine Aufgabe für die Uni heute Abend abgeben muss. Und das ist, glaube ich, auch die größte Aufgabe für heute, also die am längsten Zeit braucht, dass ich die zuerst mache. Ich mache das aber heute genau andersrum, weil ich das Gefühl, glaube ich, ganz gut finde und brauche, schon was beschäftigt zu haben. Also ich werde jetzt mal schauen, dass ich irgendwie alle meine ganzen kleinen Aufgaben abgearbeitet bekomme. Und dann kann ich mich wirklich auf diese eine Aufgabe fokussieren. Und es fühlt sich dann, glaube ich, auch ganz gut an, dass ich eben diese kleinen Aufgaben schon geschafft habe. Als erstes auf dem Plan steht die Prüfungs- und Studienleistungsanmeldung für meine Uni eben. Das ist heute der letzte Tag. Ich wollte eben noch das E-Learning-Seminar abwarten, um zu entscheiden, in welchem meiner zwei Vertiefungskurse ich eine Prüfungsleistung machen möchte. Das bedeutet, dass ich da eine Note bekomme. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, in E-Learning eine Note zu nehmen und konnte mich dementsprechend jetzt auch in allen meinen Fächern anmelden. Und dabei ist mir aufgefallen, dass ich dieses Semester in 4 von 5 Fächern eine Note kriegen werde, was vielleicht für manche von euch überhaupt nicht besonders klingt, weil sie in allen Fächern eine Note immer bekommen. Aber in meinem Studium ist es wirklich besonders, in so vielen Fächern eine Note zu kriegen, weil wir meistens eher so in der Hälfte der Kurse eine Note bekommen. Dieses Semester ist es auf jeden Fall mehr, was natürlich den Druck auch ein bisschen erhöht, sag ich mal. Aber das wird alles und bis auf meine Bachelorarbeit sind es, glaube ich, auch die letzten Noten, die ich bekomme. Was natürlich auch bedeuten würde, dass ich mir sehr viel Mühe geben soll, dass mein Schnitt irgendwie ganz gut bleibt. Aber ja, ich habe tatsächlich in den letzten Semestern auch ein bisschen gelernt, das Ganze nicht mehr so zu 100% ernst zu nehmen. Meinen eigenen Anspruch kann ich trotzdem nicht immer zu 100% runterschrauben, aber wenn es dann in Anführungsstrichen nur eine 2.0 oder so wird, dann ist es auch voll okay. Als nächstes steht jetzt auf meiner Liste, E-Mails zu schreiben bzw. Nachrichten an verschiedene Menschen von meinem Ehrenamt. Also da muss ich so ein paar Sachen abklären und das werde ich jetzt dann als nächstes machen. Es ist jetzt 10 vor 3. Okay, ich habe 2 Stunden gebraucht. Wo ist die Zeit hin? Okay, aber ich habe auch ein paar E-Mails ein bisschen länger ausformuliert. Aber trotzdem, irgendwie dachte ich, 10 vor 3! Naja, es ist jetzt 10 vor 3.
Und ich habe jetzt einen Großteil dieser ganzen kleineren Aufgaben geschafft, sag ich mal. Also ich habe 2 Nachrichten geschrieben, ich habe 2 E-Mails geschrieben, ich habe eine Karte an meine Großeltern geschrieben, weil die dieses Jahr goldene Hochzeit haben und ich leider nicht da sein kann, aber ja, denen trotzdem natürlich ein kleines Geschenk schicke. Die eine Aufgabe, die ich jetzt noch heute wirklich machen muss, ist die Aufgabe zum Seminar Durchführung und Dokumentation. Da müssen wir jede Woche so eine kleine Aufgabe abgeben, was auf der einen Seite ganz gut ist, weil es eben schon immer eine Aufgabe ist, die uns hilft, dann am Ende unseren Forschungsbericht zu schreiben. Also wir führen ja quasi dieses Semester in Gruppen eine Studie durch und schreiben dann am Ende jeder einzeln zu dieser Studie einen wirklichen Forschungsbericht, also eine Mini-Bachelor. Sag ich mal. Was halt wirklich herausfordernd ist für mich, weil ich dieses ganze Forschungsding nicht so gerne mag und auch noch nicht so durchschaut habe, sag ich mal. Die zweite Aufgabe, die ich noch machen muss, ist, was für mein Management- und Kompetenzentwicklungsseminar zu recherchieren. Das ist das Vertiefungsseminar zu Personal- und Organisationsentwicklung. Da treffen wir uns morgen wieder mit unserer Gruppe und dazu muss ich eben noch was recherchieren. Das kann ich aber theoretisch auch morgen Vormittag noch machen. Da muss ich eben mal schauen, wie lange ich heute an dieser anderen Aufgabe sitze. Und ansonsten möchte ich eben heute noch meinen Bullet Journal Spread machen für nächste Woche, beziehungsweise sollte ich machen, sonst habe ich nichts zum Planen. Aber das kann ich eben heute Abend auch einfach ganz in Ruhe dann noch machen. Jetzt werde ich mir erstmal was zum Mittag machen und dann mich an diese Aufgabe setzen. Ich habe jetzt was zum Mittag gegessen, das war sehr unspektakulär, nur Kartoffeln mit Kräuterquark, deswegen habe ich das auch nicht gefilmt. Und jetzt ist es 16 Uhr, ich habe jetzt noch eine Dreiviertelstunde, bis ich los muss zum Bahnhof und meinen Freund abholen und werde mich jetzt an diese Aufgabe mal dran setzen und schauen, wie weit ich komme. Ich bin jetzt wieder zurück vom Bahnhof und werde mich jetzt nochmal an meine Aufgabe setzen, denn ich muss ja heute Abend spätestens um kurz vor Mitternacht abgeben, so lange möchte ich aber nicht mehr dran sitzen. Ich schaue jetzt mal, wie viel ich da noch reinschreiben kann und ja, mache das einfach so ein bisschen, ich wahrscheinlich nicht ganz so ausführlich, dass ich eben heute Abend dann noch ein bisschen einen schönen Abend haben kann. Guten Morgen oder besser guten Mittag. Es ist jetzt nämlich schon ungefähr 11:50 und ich habe den Vormittag schon am Schreibtisch verbracht, habe noch ein bisschen recherchiert für eine Gruppenarbeit, die wir heute Nachmittag genau haben. Und da das aber ja immer gleich aussieht, mein am Schreibtisch hocken, habe ich das jetzt mal nicht mitgefilmt. Ich mache mich jetzt gleich auf in die Stadt. Ich treffe mich mit meinen Kommilitoninnen
und Freundinnen zum Essen in der Mensa. Und dann haben wir noch ein bisschen Pause und haben dann um 14 Uhr unser Seminar bis 16 Uhr in Management und Kompetenzentwicklung. Also das ist das Vertiefungsseminar zu Personal- und Organisationsentwicklung. Und dann direkt im Anschluss treffe ich mich eben mit der Gruppe aus diesem Seminar. Also wir haben in dem Seminar Kleingruppen und müssen quasi so ein Projekt machen. Das ist dieses Seminar, was so ein bisschen komplizierter ist, was ich dann, denke ich mal, erst so Mitte des Semesters oder am Ende erklären kann, was genau wir da gemacht haben, weil ich immer noch nur so halb einen Plan habe. Aber genau, da treffen wir uns dann direkt danach. Dann bin ich noch am Überlegen, ob ich heute tanzen gehen soll. Also ich bin gerade dabei, so in einem Tanzstudio hier in Freiburg ein paar Kurse auszuprobieren. Aber mit Blick auf die immer weiter steigenden Inzidenzen bin ich mir da irgendwie gerade super unsicher, ob ich das aktuell machen soll und möchte oder ob ich einfach sage, ich mache das jetzt den Winter nicht und mache dann im Frühjahr. Das werde ich, glaube ich, heute spontan tagsüber entscheiden, wie ich mich so fühle. Aber bevor ich mich jetzt mega abhetzen muss, werde ich jetzt rausfahren. Es ist inzwischen 18.10 Uhr und ich bin auf dem Weg zum Tanzen. Es ist sehr kalt, wie ihr vielleicht sehen könnt. Und danach fahre ich dann nach Hause und habe dann noch ein Meeting und dann ist der Tag auch vorbei. Ich bin jetzt wieder zu Hause. Es ist jetzt 9:30 Uhr. Ich war beim Tanzen. Das war okay, also tatsächlich war es gar nicht so gut, weil die Stunde, die ich ausprobiert habe, habe ich eigentlich letzten Montag auch schon ausprobiert und da war aber die offizielle Lehrerin nicht da und dann wurde mir gesagt, okay, du kannst nächste Woche nochmal zu einer Probestunde kommen, damit ich natürlich auch wirklich mitbekomme, wie die Lehrerin eigentlich unterrichtet. Dann war ich heute eben nochmal da und dann war aber wieder nicht die richtige Lehrerin da. Und die beiden, die das stattdessen gemacht haben, das hat mir nicht so gut gefallen. Und mir ist dann auch so ein bisschen schwindelig geworden, vermutlich, weil ich an dem Tag einfach nicht so viel gegessen habe und auch nicht genug getrunken habe. Ich bin dann auch ein bisschen früher gegangen. Die frische Luft raus und die Heimfahrt hat mir dann aber ganz gut getan. Dann hatte ich eben noch ein Meeting für mein Ehrenamt, also eine Besprechung, weil ich eben morgen Abend eine Veranstaltung für mein Ehrenamt mitteame. Also ich bin ja für eine Austauschorganisation aktiv und morgen Abend haben wir ein Gastfamilientreffen. Das heißt, in meiner Landesgruppe kommen Gastfamilien online zusammen, die sich eben für dieses Treffen angemeldet haben. Und ich betreue die dann in dieser Austauschrunde noch mit zwei anderen zusammen. Und wir tauschen uns einfach so ein bisschen darüber aus, über ihre Erfahrungen, wo sie aktuell stehen mit ihrem Gastkind und so weiter. Wie ich ja schon gestern am Blog gesagt habe, war die letzte Woche sehr, sehr, sehr voll. Und auch gestern habe ich ja dann relativ viel gemacht. Auch heute habe ich zwar nicht ganz so viel zu tun gehabt, war aber trotzdem relativ viel unterwegs. Und ich merke einfach, dass ich echt K.O. bin irgendwie und morgen geht es auch noch mal so ein bisschen weiter, aber der Rest der Woche ist dann zum Glück ein bisschen ruhiger und darauf freue ich mich auch. Damit wünsche ich euch jetzt noch eine gute Nacht oder einen guten Tag, einen guten Morgen, wann auch immer ihr das schaut und freue mich dann, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann, ciao!